So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist euer Bowdom-LP und ja, welcher Champ ist heute dran oder Held? Ich wollte mir das eigentlich umgewöhnen, aber egal. Jetzt langsam kann ich doch mal drauf kacken. Ich mache das Spiel mal für mich ein bisschen leiser. Und ja, heute ist Hanzo dran. Nice, endlich mal ein Champion, den ich auch selber oft spiele. Ja, nicht so wie die anderen. Danach kommt einer, den ich erst einmal gespielt habe, aber ja, Hanzo. Punkt-Haltemodus ist ja nicht ganz so stark, finde ich. Ich finde ihn auf den anderen beiden besser. Aber habe ich jetzt die ganze Zeit den Sprachchat an oder was ist das für ein komisches Zeichen? Nee, eigentlich muss man ja noch auf den Taster drücken. Und ja, jeder Tod bedeutet Ehre, das heißt... Ja, genau. Und gleich geht's los. Einmal zu meinem Charakter. Ich habe Pfeile. Ich kann sie unterschiedlich schnell und stark spannen. Und man sieht hier an den Punkten in meinem Fadenkreuz, die haben auch eine Drop-Rate. Also ein, wer ist nochmal, Bullet Drop, obwohl es ja gar keine Bullet ist, ein Arrow Drop. Ich habe einen Pfeil, der sich auswirkt in viele Pfeile und einen Vision Pfeil, den ich gleich einsetzen werde und ihr sehen werdet. Und meinen kleinen Drachen als Haustier. Den habe ich auch immer dabei. So. Okay, okay, okay. Dann wollen wir mal... So, den ersten hätten wir. Fuck, komm, bleib stehen. Egal, ich gehe jetzt erstmal hier längs. Gucken wir hier einmal. War hier nicht gerade einer? Nee, okay, aber warum verlieren wir den Punkt? Wir haben noch so viele getötet. Hallo. Oh, fuck. Okay, jetzt haben wir den Punkt wenigstens. Hallo, ist hier jemand? Hallo, hallo, hallo. Hanzo habe ich, wie schon gesagt, öfter gespielt. Also den sollte ich ein bisschen beherrschen. Es ist ein bisschen schwer mit ihm auf dem Spielmodus, wie schon gesagt. Nein! Na, verdammte Hacke. Ich hätte darauf achten sollen, dass er auch rollen kann. Da aber die Range von der Bombe war auch ein bisschen groß gerade. Was? Geht doch rein! Leute, geht doch rein. Leute, geht doch rein. Gut, die sind nicht mal reingegangen, die standen da hinten. Okay, jetzt gibt's eine Abkühlung. Nein, bleib doch stehen. So, den haben wir. Hab ich. Nein! Er wird mich ficken. Aber wir haben irgendeinen Healer, das ist ganz gut. Nein! Oh, Alter, oh Gott, Lucio, ich liebe dich. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, weil ich, eigentlich darf ich nicht so im Punkt stehen, weil ich bin ja ein Sniper, laut dem Spiel. Da war einer. So, dann machen wir noch den Wallhack an. Ich habe ja einen kleinen mobilen Wallhack, der nicht allzu schlecht ist. Ich glaube, ich gehe mal da oben hin. Warte kurz. Oh nein, jetzt contesten sie. Das Problem ist, ich kann wirklich nicht viel meinem Team helfen. Zumindest nicht in dem Punkt, weil ich halt ein Sniper bin. Also doch, ich kann schon. Hanzo ist sogar besser als Widow zum Nahkampf. Oh Gott, das klang so nah gerade. Nein, komm her, komm her. Oder nicht? Komm du her. Die ist echt flink. Ich meine, die Dame. Was machen die denn alle ihr Ult an? Oh, Mann, ich dachte, er hätte mich nicht im Sichtfeld. Die Stunde hat da war... Guck mal, er hat mich nicht im Sichtfeld. Boah, da ist ein Hut. Er hat mich nicht gesehen, das ist nicht fair. Naja, egal. Ich werde gleich meine Ult usen, weil sonst bringt die nichts mehr. Man sollte sie ja lieber öfter usen als zu wenig in dem Spiel. Oh, bleib doch stehen, du Flitzteil. Ich gehe wieder dahin. Die kann man doch echt nicht. So. So. Bleib da stehen. Nice. Nein. So, jetzt aber. Und der letzte. Da ist noch ein Roadhog.
Easy, Leute. Easy erste Runde. Die Runde läuft auch richtig gut. Gleich die erste, die ich aufnehme, geht gleich richtig los. Das ist doch schön. War es 1-0? Gut, ich bin nicht später gejoint. 1-0. Weiter geht's. Und das, ihr merkt, das sind so Champions, bei denen bin ich auch routinierter. Das heißt, ich kann hier auch mehr reden. Sowas wie, wo habe ich nochmal gar nicht geredet? Bei irgendeinem von den Tanks. Ich glaube, was Reinhardt? Nein, es war nicht Reinhardt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, nee, es war Mercy. Weil es war bei den Healern am Anfang gleich. Weil ich die halt noch nie gespielt habe. Und das Spiel auch noch neuer für mich war. Manuel Neuer, genau. Das Spiel war übrigens gestern bei mir jetzt das Viertelfinale. Sorry. Ja, und deswegen kann ich jetzt schon ein bisschen mehr labern. Dabei. So, und ich werde jetzt auch wieder mich auf Distanz halten. Och, Tracer ist aber echt nervig für mich, weil wie soll ich die snipen? Da hinten ist ein Heal, das weiß ich, deswegen. Ich kann sie aber one-shotten, wenn sie blöd ist. Nice. Nein! Bleib da stehen! Nein, jetzt ist er unbesiegbar gerade. Headshot! Ist hier noch jemand? Schade. Dieser Sprayfall, manche fragen sich, wofür der ist. Der ist sehr gut für. Oh nein, das Spiel ist wieder gecrashed. Egal, wir gehen gleich wieder rein. Boah, ist das eklig. Ey, das Spiel. Ich habe immer noch keinen Tipp dafür. So, schließen. Aktuelles Spiel. Jetzt habt ihr einen Blackscreen für kurze Zeit. Aber die Runde war so schön. Ich nehme die auf jeden Fall. Also, das, da stört mich jetzt auch dieser kleine Mini-Blackscreen nicht drin. Ich weiß, es ist von der Qualität nicht ganz wünschenswert, aber jetzt bin ich ja wieder drin. Jetzt bin ich natürlich tot und wir haben wahrscheinlich den Punkt nicht. Aber was soll man tun? Vielleicht haben wir dann noch eine dritte Runde und darf ich ein bisschen mehr Hanzo spielen. Hallo? Jetzt muss ich wieder warten, bis alles geladen ist. Ruckelt kurz am Anfang. Oh, wir haben den Punkt sogar noch. Nice. Oh, das war ein bisschen sehr hoch, der Aufklärungsfall. Ich gehe diesmal jetzt auch mal mit meinem Team, weil eigentlich brauche ich eine Frontline als Sniper. Keinen getroffen, auch gut. Da ist der. Okay, okay, okay. Dann machen wir noch einen Sichtfall hin. Da kommt keiner. Deswegen gehen wir jetzt auf die Seite. Okay. Das Problem ist das Fenster. Das können viele Champions auch nutzen. Deswegen. Da zum Beispiel. Nein, nicht getroffen. So, Headshot. Nein. Nein. Er macht Sidesteps, ich kann ihn nicht treffen. Oh, Treffer. Nein. Tötet ihn. Oh Gott. Oh. So. Nein, okay, 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 okay. Jetzt wird es auch noch massiv. Der ist tot. Dann, oh, er macht Ult, er macht Ult, er macht Ult. Oder er ist direkt gestorben, bevor er die Ulten konnte. Und das war's auch schon. Das war eine echt sehr schnelle Runde. Ich mag den Champion übrigens sehr, wie ihr merkt. Oder was heißt, wie ihr merkt. Ich habe jetzt nicht perfekt gespielt, weil ich oft verzittert habe, weil das das erste Spiel ist. Aber wenn das eben aufgeladen ist. Okay, ach, das war meine eine Ult da im ersten Punkt wahrscheinlich. Highlight ist, ja. Habe ich dann noch nach hier noch jemanden getötet? Ja, es war ein bisschen verwackelt. Hust. Er kriegt auf jeden Fall hier Play of the Game. Der hat mich am Anfang ein bis zweimal richtig heftig gerettet, der Lucio. Bitte gebt ihm noch ein. Ja, und ich würde sagen, das war's dann soweit. Bis zum nächsten Mal. 13-3, Trefferquote von 18%, genau wie im Durchschnitt. Man muss sagen, Hanzo zählt auch nicht ganz so, weil man halt immer die Aufklärungspfeile schießt und die Aufsplitterpfeile. Aber naja, bis zum nächsten Champ. Wir sehen uns auf meinem Kanal. Viel Spaß dabei, euch ein bisschen umzuschauen. Euer BoDomLP. Tschüss.